Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag Wie misst man Urtikaria im Rahmen des diesjährigen U-Days. Mein Name ist Sophia Neisinger und ich freue mich heute, Sie durch dieses Thema führen zu dürfen. Die Urtikaria ist mit einer großen Belastung für Sie als Patienten verbunden. Sie kennen dieses Symptom, es juckt. Manchmal nur am Arm, aber manchmal auch am ganzen Körper. Und die Frage lautet immer, wie stark ist denn Ihr Juckreiz auf einer Skala von 0 bis 10? Dies gibt uns als Behandler einen ersten Eindruck, jedoch auch nur beschränkt. Denn ein Juckreiz von 8 von 10 ist für den ein oder anderen Patienten noch gut auszuhalten und im Alltag nicht einschränkend und für den anderen Patienten aber genau das Gegenteil, und vielleicht mit einem höheren Leidensdruck verbunden. Sie sehen also, wie schwer es ist, trotz dieser Skala auch nur den Juckreiz als Teil der Urtikaria, als Teil der Nässesucht einzuordnen. Denn im Gegensatz zu anderen Erkrankungen fehlt uns hier der eine Blutwert, der uns beispielsweise den Krankheitsstatus erfassen und auch dokumentieren, aber auch Behandlungsentscheidungen begründen lässt. Die Lösung zum Messen der Urtikaria hört sich simpel an, ist aber hocheffektiv. Sogenannte Scores, die mit Hilfe von Fragebögen erfasst werden, welche von Ihnen selber ausgefüllt werden, entweder in der Arztpraxis oder auch bei sich zu Hause. Ich bin mir sicher, dem einen oder anderen ist hoffentlich einer dieser Fragebögen schon mal untergekommen. Diese Fragebögen werden mittlerweile weltweit eingesetzt und erleichtern somit den Austausch zwischen Ärzten auf der ganzen Welt. Es lässt sich mit Hilfe dieser Scores viel einfacher berichten, ob beispielsweise ein Medikament dem Patienten geholfen hat oder auch nicht. Diese Fragebögen messen die Krankheitsaktivität, die Lebensqualität sowie die Krankheitskontrolle. Für die Krankheitsaktivität steht uns der UAS, der Urticaria Activity Score, zur Verfügung, mit dem täglich Quaddeln und Juckreiz durch Sie in einem Tagebuch quantifiziert und dokumentiert werden. Am Ende einer Woche werden alle Punkte zusammengezählt und man erhält den wöchentlichen Urticaria Activity Score, der bei starken Beschwerden maximal 42 Punkte betragen kann. Beim Vorliegen von Angioödem sollte noch ergänzend der AAS, der Angioödema Activity Score, hinzugenommen werden. Die Beurteilung der Lebensqualität ist bei Patienten mit Urtikaria besonders wichtig. Sie kennen das, da sie durch das plötzliche Auftreten von Quaddeln und gegebenenfalls Angioödem stark beeinflusst sein kann. Hier steht uns der Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire zur Verfügung oder bei Angioödem der Angioödema Quality of Life Questionnaire. Dieser Score sollte unbedingt vor Einleitung einer Therapie erfasst werden und in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Denn die Lebensqualität des Patienten, ihre Lebensqualität zu verbessern, ist eines der großen Ziele der Urtikaria-Therapie. Und ob dieses Ziel irgendwann erreicht wurde, beziehungsweise inwieweit man die Therapie noch optimieren muss, kann man mit Hilfe dieser Scores gut sagen. Zur Erfassung der Krankheitskontrolle steht uns noch der Urticaria Control Test zur Verfügung, welche ich Ihnen hier noch einmal kurz näher bringen möchte. Hier sehen Sie den UCT, den sogenannten Urticaria-Kontrolltest, vier simple Fragen über die letzten 4 Wochen. Und diese werden mit 0 bis 4 Punkten bewertet. Ich habe Ihnen hier einen Beispielpatienten mitgebracht, aber nehmen Sie sich gerne mal ein Stück Papier und einen Stift, pausieren Sie gegebenenfalls kurz dieses Webinar und füllen den Urticaria-Kontrolltest mal für sich selber aus, damit Sie auch ein Gefühl für Ihre Krankheitskontrolle bekommen. Der Beispielpatient hat die erste Frage mit mittelmäßig beantwortet, das heißt, er hat weiterhin Symptome, bekommt somit hier 2 Punkte. Seine Lebensqualität war in den vergangenen 4 Wochen wenig beeinträchtigt, somit bekommt er hier 3 Punkte. Die Therapie hat gelegentlich nicht ausgereicht und
In den vergangenen 4 Wochen, würde er sagen, hatte er die Urtikaria mittelmäßig unter Kontrolle. Summiert man seine Punkte, kommen wir hier auf 9 Punkte. Und bei einer maximalen Punktzahl von 16 Punkten sprechen wir bis 11 Punkte von einer schlechten Krankheitskontrolle, wie auch bei dem Beispielpatienten, und bei über 12 von einer guten. Sie sehen, dies ist ein super Tool, um auch feststellen zu können, inwieweit ein neues Medikament, beispielsweise Xolair, Omalizumab, einem Patienten geholfen hat. Wenn Sie aber erst einmal einschätzen möchten, wie stark Ihre Krankheitsaktivität überhaupt ist, wie stark ist denn meine Urtikaria, meine Nesselsucht, dann dürfen Sie auf diesen Link gehen. Dort kommen Sie auf die Webseite des U-Days und können den Urtikaria Activity Score, den UAS, mit 2 simplen Fragen pro Tag über 7 Tage online ausfüllen und bekommen Ihr Ergebnis. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Webinar etwas näher bringen, wie wichtig diese Scores für die Forschung und für die Behandler sind, da so erstmals eine Dokumentation überhaupt möglich ist, um den fehlenden Blutwert, wie wir ihn zum Beispiel den Langzeitzucker bei dem Diabetes haben, zu ersetzen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Webinar gefallen und bedanke mich ganz herzlich.